Ja, mit WoW werden wir eh noch unseren Spaß haben. Brücke erstmal. Keine große Herausforderung. So, hier hinten hatten wir damals die Paladine getroffen. Ja, Reynard de Châtillon. Ehrenmänner trifft man nur selten. Ihr kehrt zurück, meine Fürsten. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr Anax Kech bei euch? Ja, das haben wir. Das habt ihr? Ich hätte nicht gewagt zu denken, dass es möglich ist. Ihr seid sehr einfallsreich. Kommt, ich will euch jetzt Anax persönlich vorstellen. Okay, Minsk hat eine Stufe gekriegt. Ihr seid ein Narr, weil ihr Kedon hierher gebracht habt. Hattet ihr wirklich gedacht, dass ich ihn nach all den Jahren nicht jeder erkennen würde? Ich habe noch immer meine Augen und Ohren im Orden. Ich weiß, warum ihr hier seid, Sir Kedon. Was aber? Nein. Man hat mich verraten. Ihr seid gekommen, um mich zu töten. Zieht eure Schwerter und gebt euer Bestes. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, Sir Anak. Ich bedauere, was aus euch geworden ist. Es ist an der Zeit, dass ihr dies endet. Vielleicht reicht es, wenn wir Anak töten. So. Die Dienerin der Natur ist bereit. Machen wir mal ein bisschen Stunk. Ich warte auf euren Befehl. Ja. Na, das sind diese Paladinen nicht ganz so gut drauf, wie erwartet. Heiltränk. Städte gehen mir auf die Nerven. Ist das sein? Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Ein Unverwundbarkeitstrank. Minsk. Trink mal so ein. Es pusht dich wieder etwas auf. Und der letzte kann hierher. Wir haben ja nichts hier drin, was wir hier... Oh doch, Trank der Feuerriesenstärke, ja. Dafür müssen wir aber erstmal kurz was verschieben. Weil Sachen, die wir doppelt haben, wären Verschwendung für den Platz. Das gehört zu dir, das zu dir. Das ist wahrscheinlich wieder eine Helebarde plus 1, ja. Damit ist sie überladen. Was klar ist, so viel Zeug, wie sie mit sich rumschläft. Level up für Minsk. Quick Save machen. Runterstellen. Ja, Stufe aufsteigen. Rettungswürfe gegen ziemlich alles. ETW. Zusätzlicher Priesterzauber und 3 Trefferpunkte. Das ist gut. Dumm, dumm. Wieder hoch. Das heißt, Minz kann jetzt... Ah, er kann ja schon Priesterzauber Stufe 2. Rindenhaut bringt's leider nicht. Steht hier irgendwo, welches Priesterlevel er hat? Nicht wirklich, nö. Probieren wir es einfach mal. Erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. Abgetragene Stiefel wieder welche? Ich helfe, wo immer ich kann.
Was kann ich tun? Schneller als Chick Ticker, schnell Pratze. Oh, das ist wieder ein Trakt der Feuerriesenstärke. Das hier ist. Ich werde es tun. Habe ich jetzt eigentlich die Stiefel eingesackt? Nö, nicht wirklich. Wir haben viel zu viele Heiltränke. Ich muss mal die kleinen wegsaufen und große an alle verteilen. Ja. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Ja, wer hatte hier doch abgetragene Stiefel dabei? In Ordnung. Jo. Bitteschön, Erwin. Kannst du mal mit Stiefeln rumlaufen? So, jetzt geht's aber zur Wagenpromenade. Erstens, weil wir zu viel Zeug im Inventar haben und weil wir mit der Erzhändlerin reden müssen. Danach können wir wieder mit ins Regierungsviertel mit dem Bildhauer reden, sobald wir das Elysium haben. So, wo kommen wir raus? Hier nahe der Erzhändlerin, weil wir müssen hier durch. Also gehen wir als erstes mal mit der Erzhändlerin reden. Ehre für Amt. Natürlich. Ja, da ist die Erzhändlerin. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Ihr seid daran interessiert. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Ihr seid daran interessiert, Erz im großen Stil einzukaufen. Ich habe auch ausgezeichnete Preise für Gestein und Bauleute, die euch alles bauen können, von Bogenkonstruktion bis hin zu überhängenden Strukturen. Ja, ich benötige Lithium für Sersalis. Wie viel kosten 200 Pfund? Ich suche nach einem seltenen Metall, das sich für das Anfertigen von Skulpturen eignet. Erzählt ihr der Stadt im Moment nur einen Bildhauer von Rang und Namen. Ihr versucht, Sersalis anzuhören. Sein Ruf ist überzogen. Ich nehme an, dass er wieder Elysium braucht. Wie viel ist es denn diesmal? 200 Pfund, ist das sehr teuer? 200 Pfund, er ist verrückt. Irre, völlig übergeschnappt. Das heißt also, ihr habt nicht genug auf Lager. Ihr wisst ja gar nicht, was man alles auf sich nehmen muss, um an Elysium heranzukommen. Ich habe da eine Vereinbarung mit einer ganz besonderen Quelle getroffen, aber ich darf nur eine bestimmte Menge nehmen. 50 Pfund pro Saison, das ist das Maximum. 50 Pfund pro Saison, ich habe nicht so viel Zeit. Das ist also ein sinnloses Unterfangen. Er hat mich offenbar ganz schön gefoppt und sinnlos durch die Gegend gehetzt. 50 Pfund je Saison, ich habe nicht so viel Zeit. Halt, halt, ich sagte, es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es gab zwei Möglichkeiten. Ihr könnt zu meiner Quelle gehen und versuchen, sie zu überreden, mir herauszurücken, oder ihr könnt einen Ersatz verwenden. Wo finde ich die Quelle? Ich bin sicher, dass sie logischen Argumenten zugänglich ist. Er könnte vielleicht, ja, aber dafür, dass ich euch verrate, wer er ist, möchte ich natürlich kompensiert werden. Wer sich herumspricht, wer meine Quelle ist und wo man ihn finden kann, bin ich aus dem Geschäft. Macht mir einfach ein spackhaftes Angebot. Es geht hier immer um euer Geschäft. Wir kriegen 500 Goldmünzen. Wenn euch das in den Ruin treibt, muss ich euch wohl mindestens 1000 Goldmünzen bieten. Kommt schon, wollt ihr nicht die Gunst der Morgengöttin erringen? Ich kann es mir nicht leisten, euch für diese Information zu bezahlen. Na gut, hier hast du 1000 Goldmünzen. Sein Name ist Ungar Dunkelhügel. Wenn er in der Stadt ist, trifft man ihn in der Schenke zur Kupferkrone. Bitte verärgert ihn ja nicht, ja? Es ist für ihn ohnehin ein großes Risiko, hierher zu kommen. Er ist ein Dürger. Ein Dürger? Wo findet ein derartig böser Zwerg in einem Unterschlupf? Ich möchte mit einem Dürger nichts zu tun haben. Wie war das mit dem Ersatz? Würde Sersalis den Unterschied nicht bemerken? Wo findet ein Dürger Unterstoff? In der Schenke zur Kupferkrone natürlich. Dort trifft man auch auf wesentlich übere Typen wie ihn. Abgesehen davon muss auch ein Dürger essen. An einem Handelsabkommen, das Beisein zum Vorteil gereicht, ist doch nichts auszusetzen. Er ist natürlich verkleidet. Seine Rasse unterscheidet sich nicht so stark von den anderen Zwergenrassen. Und solange man ihm nicht zu nahe kommt, klappt das problemlos.
Er ist gar kein übler Kerl. Man muss ihn nur erst kennenlernen. Geht zu ihm und sprecht mit ihm. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Vielleicht schafft ihr es ja, ein wenig mehr Lithium aus ihm herauszuholen als ich. Es wird aber sicher nicht billig werden. Danke, ich werde es versuchen. Viel Glück, ihr werdet es nötig haben. Natürlich habt ihr gewusst, dass ich das sagen werde. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, gut. Kupferkrone ist... im Dings wieder in den Slums. Ich konnte Irelia davon überzeugen, mir zu verraten, von wem das Elysium, von wem sie das Elysium bekommt. Es handelt sich dabei um einen Bürger namens Ungar Dunkelhügel. Er hält sich in der Schenke zur Kupferkrone im Slumviertel auf. Irelia hat mir ja vorgeschlagen, dass ich versuche, ihn dort zu treffen und ihn einfach auf das Erz anspreche. Sie vermutet, dass seine Hilfe recht teuer sein wird. Ja gut, vielleicht kann ich ihm ein Geschäft vorschlagen. Wenn er kein übler Kerl ist, dann wird er vielleicht nicht allzu viel verlangen. Vielleicht würde er mich auch in die Hölle schicken. Das werden wir aber dann sehen, wenn es soweit ist. Euer Wunsch ist ja keine große Herausforderung. Sorry, bald. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. Ich habe hier erstmal ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Das Hafenamulett, das kann ich oben in unseren Schädel werfen. Habe ich hier irgendwas drin, was ich verkaufen könnte? Nö. Dann hier. Der Gnadenretter, der ist nicht sonderlich viel wert eigentlich. Scharfschützenarmbrust, Trank der Geschütztheit. Was macht die nochmal? Ah ja, Elektrizitätsresistenz. Das ist auch nicht so wirklich wichtig für uns. Bastardschwert. Pflege, Lederrüstung, jede Menge anderes Zeug. Goldring. Oh, Jim beschwören ist gerade 7. Dann könnte Ari noch versuchen zu lernen. Stab der magischen Geschosse. Die werden aufgehoben. Jedenfalls die vollen, den leeren kann ich fast leeren kann ich verkaufen. Stab der Todeswolke, den leeren, fast leeren Stab der Blitze, den kann ich auch verkaufen. Und den Stab des Frostes auch, die sind nicht so besonders. Hier habe ich ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Und natürlich hier alles. Also ja, Geldprobleme gibt es nicht so schnell. So, hier habe ich noch ein bisschen was. Schild, Monster herbeirufen, den Todeswolkenstab will ich definitiv nicht verkaufen. Erweiterte Unsichtbarkeit kann verkauft werden. Hier, Magiebann nicht unbedingt. Auflösung, der kann verkauft werden. Bresche, Ablenkung, Person bezaubern und Kugel der Unverwundbarkeit. Obwohl, ich kann da die kleine Kugel der Unverwundbarkeit verkaufen. Ich muss wirklich mal gucken, wegen den Zaubern, die ich noch hier drin habe, welche davon Ari noch lernen könnte. So, Todeswolkenstab kann auch mal hier hoch. Gerade die Kugel der Unverwundbarkeit und Schutzformel gegen Elektrizität wären doch recht praktisch. Ja, das ist Zaubergrad 5. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Da haben wir schon mal Schutzformel gegen Säure, also Elektrizität nicht. Todeswolke, Resistenz, Immunität gegen Zauber. Monster festhalten könnten wir austilgen. So, und das hier ist Grad 6. Wie sieht es auf Grad 6 aus? Ich bin wieder bei den Priesterzaubern. Grad 6 passt... Ah, da ist er ja auch schon. Kugel der Unverwundbarkeit, okay. Ja.
Dann gehen wir hier mal wieder raus. Rasten spare ich mir jetzt gerade mal. Ich mache jetzt lieber meinen Save. Spiel speichern. Das ist Let's Play 024 dann. LP 0. Großes P 024. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.